Wie alt bist du? 12 Jahre alt. 12 Jahre alt. Okay. Also, ich wollte nur kurz sagen, dass es extrem krank ist, dass wir 2025 noch gegen Rassismus kämpfen müssen. Und schwarz-weiß, gelb-grün, es ist mir wirklich scheißegal, wie der Mensch aussieht. Wir bluten gleich, wir sind ein Mensch. Meine Nationalität, ich bin ein Mensch, egal welche Farbe ich habe. Ich unterscheide mich nicht. Anders bin. Du hast nicht irgendjemanden zu unterdrücken, nur weil er anders ist. Und ich rede nicht nur von weißen Leuten, die Schwarze runterdrücken. Ich rede auch von Schwarzen, die sagen, die scheiß Weißen. Das ist auch nicht okay. Wir sind alle gleich, wir bluten gleich. Es ist egal, wie wir aussehen. Dankeschön. Because of the color of their skin or background or their religion, people must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. This is a quote by Nelson Mandela. Hello everybody. My name is Almaz Bagas. I'm a student studying in Karlsruhe. As a South African growing up in post-apartheid society, I witnessed the removal of the legal mechanisms that enable racism and segregation. But the reality of the world is that this is not enough. Racism is a social construct that gives value to one human life over the other. And it is based on the color of the skin you were born in. Racism is subconsciously embedded in our thinking, and it is our responsibility to question this and to educate ourselves on the matter of racial injustice and to actively be anti-racist. Situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. We wear our privilege on our skins, and it is our responsibility to use that privilege. And this demonstration is a crack in the wall of injustice. And this is one step closer to social justice. Thank you. Seid, wir müssen anfangen, Nein gegen Rassismus zu sagen. Wir müssen anfangen, unsere älteren Leute, Leute, die es immer noch nicht blicken, müssen wir anfangen, denen zu sagen, was richtig ist, Leute. Hört auf, euch zu schämen. Hört auf zu sagen, bei dem lassen wir es, der ist so. Nein, es gibt's nicht mehr. Wenn wir eine Veränderung wollen, dann müssen wir was sagen. Und wie gesagt, es ist nicht weiß gegen schwarz. Es ist alle, eine Unity gegen Rassismus. Es ist gegen Rassismus, okay? Viele Leute sind der Meinung, dass es schade ist, dass ich mich als Jugendliche so viel mit Themen wie eben Rassismus auseinandersetzen muss. So wahr das auch ist, finde ich es persönlich jedoch umso wichtiger, jetzt schon zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, meine Rechte und deine Rechte zu kennen und für dies so unerbitterlich einzustehen. Der Kampf gegen Rassismus geht weit in der Zeit zurück. Und dass im Jahre 2020 noch immer Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, systematisch benachteiligt und getötet werden, ist ein Zeugnis dafür, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Es gibt keinen Grund, jetzt anzufangen, sich auf dem Irrglauben auszuruhen, dass Veränderung unmöglich oder gar überhaupt nicht notwendig wäre. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen jetzt Veränderung, damit Menschen in 100 Jahren nicht immer noch auf die Straßen gehen und dieselben ermüdenden Gespräche führen müssen, um dafür einzustehen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Problematik des Rassismus begrenzt sich nicht auf den Schaden, den rassistische Individuen anrichten. Denn diese Rassisten sind mit ihren Gedanken und Verhaltensweisen als Teil eines größeren Systems anzusehen. Systeme, die solche Ansichten stärken. So welche, die erlauben, dass die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA ein solches Ausmaß annimmt. Doch wir haben auch hier ein Problem mit institutionellem Rassismus in der Polizeijustiz. Sogenanntes Racial Profiling, sprich eine Person, die nicht dem typisch deutschen Aussehen entspricht, gerät öfter in polizeiliche
routine Kontrollen als andere Personen. Wir haben auch hier ein Problem mit polizeilichem Machtmissbrauch. Auch hier sind Menschen aufgrund rassistischer Polizeigewalt zu Tode gekommen. Und weil ich öfter gehört habe, wie Menschen sagen, aber immer noch weniger Rassismus als in, ist trotzdem Rassismus. Anstatt sich ignorant zu äußern, die Augen zu verschließen, wegzuschauen oder gar zu leugnen, sollte man seine Möglichkeiten und seine Privilegien nutzen, um sich ausreichend zur Thematik zu informieren und laut zu werden gegen diese Ungerechtigkeit. Dankeschön. Nein. Es bedeutet, mit dem Gefühl, hässlich zu sein, aufzuwachsen, nur um Jahre später zu sehen, wie die weißen Menschen sich dieselben Eigenschaften aneignen, für die du jedoch gemobbt worden bist. Es bedeutet, auf offener Straße einfach mal so mit dem N-Wort beleidigt zu werden. Es bedeutet, dass deine Eltern dir in jungen Jahren schon sagen, du musst doppelt so hart dafür arbeiten, um Anerkennung oder Status zu kriegen. Es bedeutet zu hören, du bist hübsch für eine Schwarze oder du bist ja nicht so richtig dunkel wie andere Schwarze zu hören zu müssen und man davon erwartet wird, dies als Kompliment zu sehen oder anzunehmen. Es bedeutet, dass man dich zuerst fragt, wo du ursprünglich herkommst, bevor man sich nach deinem Namen erkundigt. Es bedeutet, wenn du deinen Namen sagst und es ja nicht afrikanisch genug klingt. Es bedeutet, deinen weißen Freunden erklären zu müssen, dass du gerade rassistisch angegriffen worden bist, sie dir nicht glauben und dann noch sagen, übertreib mal nicht. Es bedeutet, als Kind in den Spiegel zu schauen und sich zu wünschen, man wäre weiß. Es bedeutet, wenn man neue Freundschaften oder Partnerschaften eingeht, man hofft, dass die Eltern nicht rassistisch sind. Es bedeutet, dass Menschen deine Haut und Haare anfassen, ohne dich zu fragen, ohne dich zu kennen. Es bedeutet, als Kind in den Fernsehen zu schauen und zu glauben, dass schwarze Menschen in der USA es besser hätten als wir, weil man im Fernsehen gesehen hat, wie Michael Jordan wie ein König behandelt worden ist. Und wir nicht? Es bedeutet, früh lernen zu müssen, sich für gewisse Stärken anzueignen, um für sich selbst zu sprechen, um sich selbst zu lieben und sich sein Selbstwertgefühl unabhängig von der Zustimmung der Missbildungen anderer Personen anzueignen. Dankeschön. Und wir bedanken uns nochmal, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist wirklich wundervoll. Dankeschön. Zu Hause. Oh, damn. Mit diesen Worten möchte ich euch bewusst machen, weshalb diese Diskussion wichtig ist, weshalb wir wütend sind, weshalb wir schreien und doch betäubt sind. Meine schlimmste Erfahrung mit Rassismus und Diskriminierung aufgrund meiner Abstammung, meiner Hautfarbe, meines Kopftuches in Deutschland, meiner Heimat, meinem Zuhause, meinem Zuhause. Und ich stand da an der Haltestelle und da stand er, ein weißer Mann, zwischen 40 und 50 oder ich. Und ich erinnere mich an diesen Tag, als wäre es erst gestern gewesen. Dieser weiße Mann, der sich mit seinem Freund unterhielt, sie dachten, ich wäre ihrer Sprache nicht mächtig. Wie kann eine schwarze Frau, die ja so unterdrückt wird, die deutsche Sprache beherrschen? Und es fielen diese Worte, die sich in meinen Verstand einbrannten. Man sollte sie vergaßen. Man sollte sie alle Ausländer vergaßen, dieses Dreckspack. Be strong. Wie betäubt stand ich da, sahen all die geschockten Gesichter und wieder tat keiner was und wieder sprach sich niemand dagegen aus. Und wieder stand ich dem Rassismus alleine gegenüber. Sie schauten alle zu diesem Mann, zu mir und wieder zu ihm.
Und als ich ihn darum bat, seine Worte zu wiederholen im perfekten Deutsch, schwieg er. Als ich ihn darum bat, zu wiederholen, dass man alle Ausländer vergaßen solle, stellte er mich natürlich als die Verrückte dar und wusste natürlich nicht, worüber ich sprach. Er hätte ja niemals etwas dergleichen gesagt. Sie schwiegen, jede einzelne, der diese Aussage hörte an dieser Bahnhaltestelle in Karlsruhe, schwiegen, obwohl sie den Rassismus hörten. Sie schwiegen, obwohl jede einzelne die deutsche Geschichte kennt. Sie schwiegen, obwohl sie versprachen, dass ich all das nicht wiederholen würde. Sie schwiegen und akzeptierten. Eure Worte nach solch einer Tat ist kein Reiskorn wert. Es bringt nichts, wenn ihr nach solch einer Tat zu mir kommt und mir Mut zusprecht. Sie werden den Schmerz, den ich spürte, niemals, ich wiederhole, niemals stillen. Sie werden mich niemals besänftigen und solange ich lebe, werde ich meine Faust heben. Und solange ich lebe, werde ich mich gegen den Rassismus in der deutschen Bevölkerung aussprechen, solange ich lebe. Dankeschön, dass die Leute erschienen sind. Ja, es ist jetzt schwer, nach diesem persönlichen Beitrag wieder zu irgendwelcher normalen Worte zu finden. Ich bin einfach hier, um mich total herzlich zu bedanken. Ich finde es für uns als Stadt ein tolles Zeichen, dass es doch einige Mutige gibt, die das Thema nicht daheim und nicht mit sich und nicht in ihren Familien und nicht in ihren Freundeskreisen alleine im Moment spüren und auch es ja einen fast zum Platzen bringt und einem und dann auch dort irgendwie versuchen, emotional damit zurechtzukommen, sondern dass ihr hier eingeladen habt. Und wenn ich hier auf diesen Platz schaue und sehe, wie bunt wir hier sind, wenn ich sehe, wie vielfältig wir hier sind, wenn ich sehe, dass es eben nicht nur um eine intellektuelle Auseinandersetzung geht, die wir ja oft bei den Wochen gegen Rassismus und bei vielen anderen Veranstaltungen machen, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, weil ich glaube, viele von euch hätten hier etwas Ähnliches zu erzählen, wie die junge Dame, die hier eben gesprochen hat. Und das treibt euch her. Und das treibt euch hier, weil ihr sagt, wir wollen es nicht länger zulassen, dass es einfach selbstverständlich ist, sondern wir wollen jetzt unsere Stimme erheben. Und dafür danke ich euch ganz persönlich, aber auch im Namen der Stadt. Das ist ein wunderbares Zeichen. Sich verfolgt zu fühlen und der hier aufgewachsen ist und meiner Generation angehört, weiß genau, wie das damals in den 60er, 70er Jahren losging, als die ersten sogenannten Gastarbeiterinnen und vor allem Gastarbeiter kamen, wie da in den Schulen geredet wurde, wie man damit umgegangen ist oder eben nicht damit umgegangen ist, dass eben doch jemand in der Klasse war, der dann eben doch aus einem anderen Land kam. Das war damals noch was relativ Ungewöhnliches, zumindest da, wo ich aufgewachsen bin. Und wie schwer das fällt, sich da von irgendwelchen Stereotypen, von irgendwelchem, was man in der Zeitung, in Büchern irgendwo mal gelesen hat über Menschen, zu denen man bisher keinen persönlichen Kontakt hatte, auch das in sich selbst drin zu überwinden. Und das macht ihr, weil ihr ein Stück weit persönlich jeden Tag herausgefordert seid. Ihr habt euch das zum Teil nicht ausgesucht, ihr habt euch das nicht aussuchen können. Es müssen aber auch alle die machen wie ich, die nicht persönlich davon betroffen sind. Und die fordert ihr auf, es zu tun. Und das ist das große Signal an alle anderen, die heute nicht hier sind. Und auch an viele, die heute hier sind, aber schon den Mut gefunden haben, hierher zu kommen. Und auch dafür bedanke ich mich. Und ich würde mir eines wünschen. Ich sehe ganz viele Menschen hier, mit denen ich bisher noch nichts zu tun hatte, mit denen ich noch nicht in Kontakt stand, obwohl ich ja jetzt schon auch einige Jahre im Amt bin. Bitte, ihr seid heute hier, weil ihr emotional so betroffen seid. Aber bitte engagiert euch weiter in Gruppen, in Initiativen, in der Politik, in der Nachbarschaft. Engagiert euch weiter und nehmt uns alle mit, denn nur dann wird es klappen, dass wir den Rassismus überwinden, vor allem im Alltag, da wo er ist. Und da, wo er am meisten schmerzt. Vielen Dank. Yeah. R.I.P. to all of my brothers and sisters that died because a police officer just took his gun and took the life of an innocent child. Yeah. R.I.P. to all of my brothers and sisters that died on the streets with no weapons. And people just thought, let's kill them motherfuckers. Yeah. Let's kill them fucking monkeys. We matter. Yeah, we matter. We must come together. Yeah,
Everybody must help ya, come together. And I don't care if you black, nah. If you got a black friend, help him out, yeah. We gotta fight for peace, we gotta fight for peace and equality. I'm tired of this fight that's going on. We matter. Black lives matter, baby! I have a dream.